Als letzter Bundesligist startete Borussia Dortmund mit dem neuen Trainer Lucien Favre, 60, Samstag in die Vorbereitung. Einen BVB-Spieler wird der Schweizer wahrscheinlich gar nicht mehr persönlich kennenlernen. Andrei Jarmolenko, 28, ist bereits freigestellt, um sich einen neuen Club zu suchen. Der Außenstürmer soll mit dem Ost-Londoner Verein West Ham United verhandeln. Der Ukrainer war 2017 von Dynamo Kiew gekommen, kostete stattliche 25 Millionen Euro Ablöse. Jarmolenko startete noch stark in seine erste und wohl letzte Bundesliga-Saison. 2 Tore und 4 Torvorlagen in den ersten 8 Spielen. In der Rückrunde entwickelte er sich zum Sorgenfall, wurde Dauerpatient wegen einer Fußverletzung, spielte schwach. 133 Minuten Einsatz, nur eine Torvorlage. Jarmolenko ist der Top-Streichkandidat und ein Opfer von Neuzugang Marius Wolf, für 5 Mio aus Frankfurt. Nach Sokrates, für 20 Mio zu Arsenal, und Castro, für 5 Mio zu Stuttgart, wäre er der dritte Abgang. Wie lief der erste Trainingstag von Favre? Mit einem Laktattest in 4 Gruppen. Nur Julian Weigel fehlt wegen Leistenproblemen. BVB-Stürmer Andrei Jarmolenko, 28, hat in Dortmund ausgespielt. Foto, Picture Alliance. Guido Kirchner. Um 10.21 Uhr erscheint Favre erstmals in BVB-Klamotten mit seinen Co-Trainern Manfred Steffes, 51, und Edin Terzic, 49. Um 11.03 Uhr erscheint auch Sebastian Kehl, 38, in seiner neuen Funktion als Leiter der Lizenzspielerabteilung. 11.11 Uhr, Favre begrüßt die zweite Profigruppe. Auffällig, der Trainer sucht immer wieder das Einzelgespräch mit seinen Spielern, vor allem mit 30 Millionen Zugang Abdou Diallo, 22, aus Mainz, und Marius Wolf, 23. 12.51 Uhr, kurz nach der dritten Gruppe, ist der Schweizer über alle Berge, düst mit seinen Co-Trainern zurück zum Trainingszentrum nach Brakel, wo für die restlichen Kicker nach dem Mittagessen Kraftbewegungstest anstehen. Punkt 16 Uhr, die letzte Gruppe beendet unter Favres Aufsicht Tag 1 der Leistungsdiagnostik. Ab heute geht's in Dortmund bei Favre um Fußball,